Robert Blum wurde am 10. November 1807 geboren. Als am 29. Februar 1848 die Nachricht der geglückten Revolution in Leipzig eintraf, forderte Blum in der am Tag danach folgenden Sitzung des Stadtrats den Sturz der sächsischen Regierung. Er konnte sich mit seinem Antrag allerdings nicht durchsetzen. Kurz danach hielt er vor etwa 1000 Anwesenden im Schützenhaus eine Rede, in der er demokratische Grundrechte forderte. Forderung nach dem Rücktritt des sächsischen Königs wurde von eben jenem abgelehnt. Natürlich. Am 4. März stellte er dasselbe Anliegen dem Stadtrat vor. Statt der alten Regierung sollte eine Liberale die Regierungsgeschäfte übernehmen. Kritik bescherte ihm unter anderem, dass er verhinderte, dass am 12. März ein großer demokratischer Demonstrationszug der Märzrevolution nach Dresden aufbrach. Als Grund dafür wird seine Angst vor einer Eskalation vermutet. Am 19. März wurde er als Abgeordneter Zwickaus ins Vorparlament gewählt. In eben jenem Vorparlament in Frankfurt wurde er zu einem der vier Vizepräsidenten gewählt, welche dann in der Frankfurter Nationalversammlung mündete. Am 13. Oktober reiste Robert Blum zur Wiener Oktoberrevolution und unterstützte dort die Revolutionäre. Am 31. Oktober wurden die Revolutionäre auf Befehl von Fürst Windisch-Kretz, dem Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen, beschossen. Am 4. November wurde unter anderem Robert Blum verhaftet. Am 8. November 1848 wurde Blum dann zum Tode durch den Strang verurteilt. Da kein Henker zur Verfügung stand, wurde Blum am Morgen des 9. November erschossen. Unter anderem daran kann man erkennen, dass der 9. November viele prägende Ereignisse hervorbrachte.